Ja, guten Morgen, Pyrus. Herzlich willkommen zum 31. Türchen dieses Qualitäts-Silvester-Countdown-Kalenders. Ja, wir haben jetzt endlich Silvester. Wenn meine Stimme in den letzten Videos ein bisschen mies war, lag das daran, dass die ganzen Videos vom Kalender jetzt im Jahre 2020 entstanden sind. Ich hoffe, dass jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video jetzt gerade online kommt, alles wieder so ist, wie es die Jahre davor an Silvester war. Wir wieder unsere ganzen Berge Feuerwerk zu Hause liegen haben, normal in den Discountern, bei den Pyrotechnikern und Sonderposten und sowas alles einkaufen konnten, unsere Bestellungen bekommen haben und einfach den normalen Spaß wieder haben werden. Ja, deswegen wünsche ich euch auch direkt einen guten Rutsch. Habt Spaß. Zündet ein bisschen und wir sehen uns dann im Jahre 2022 am Ende wieder. Und jetzt haben wir lange genug geschnackt. Wir schauen mal, was uns der gute Kalender bereithält. Eigentlich ist es auch egal, wie ich den jetzt aufreiße. Sehe das letzte Türchen zugesehen. Also wo er recht hat, hat er recht. Oh ja, Partyknallers. Die ist ja fast gefährlicher als Pommes. Oh, ob ich die Packung auch fast schon dabei kaputt gemacht habe. Naja. Partyknaller. Vier Teile. Das knallt richtig. Ob ich dazu jetzt ein Video machen sollte. Eieieiei. Egal. Irgendwas mache ich daraus. Wir sehen es dann, wie bei den restlichen Sachen auch, beim Test wieder. So. Das ist jetzt das Endtürchen mit der Zerstörung. Partyknaller. Eieiei. Ich glaube, da müssen wir auch gleich zum Orthopäden, weil die Hand da ist. So. Eieieiei. Oh Herr. Da fährt auf jeden Fall gerade ein RDW-Lenk. Ich würde gerade mal kurz sagen, wir unterbrechen, ich cutte das Video einmal kurz und wir sehen uns sofort wieder. Ich muss kurz einmal labern. So, nach dem kurzen Cut, wo dann RDW vorbeigefahren ist, sind wir jetzt nun bei der problematischen Zündung. Bitteschön. Uiuiuiui, das knallt richtig. Uiuiui, was war da so Schönes drin? Hier haben wir ein bisschen Konfetti. Hier haben wir auch ein bisschen mehr Konfetti. Eieiei, Konfetti-Party. Naja, ich glaube, das Video ist schon wieder bescheuert genug. Obwohl, hier fliegt über Konfetti jetzt rum. Schön, oder? Ich würde mal sagen, gut Schuss heute, habt Spaß, macht irgendwas Vernünftiges draus. Ich sage es jetzt ja in der Hoffnung, dass wir jetzt an diesem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, ist es ja 365 Tage weiter als der Tag, wo ich es gemacht habe. Ich hoffe mal, dass wir zum ursprünglichen Ist-Zustand an Silvester zurückgekehrt sind und auch wieder so richtig fett ballern können. Auf jeden Fall bis dahin guten Rutsch ins Jahr 2022 und wir sehen uns dann wieder.